Na, guck mal eine an. Da meckert man einmal im letzten Video über das Wetter und schon scheint einem die Sonne ins Gesicht. Jetzt geht's los mit der Jungpflanzenanzucht. Heute in diesem Video stelle ich euch mein komplettes Saatgut für die Saison vor. Alle Highlights, ihr erfahrt, wo ich bestelle und welche Sorten ihr unbedingt noch braucht. Und natürlich auch, was für Experimente es in diesem Jahr bei mir gibt und auf welche Anzucht- und Aussaatvideos ihr euch freuen könnt. Wir haben heute den 20. Januar. In gut einer Woche geht's bei mir hier los mit der Anzucht. Und bis dahin seht ihr noch drei Videos über mein Saatgut, über Erde und so weiter. Da werden alles Videos kommen über Pflanzenlichter, ja, mein Equipment, mein Saatgut. Und heute geht's halt los mit dem Saatgut. Viel Spaß dabei und los geht's. Und schreibt mal in die Kommentare, ist bei euch auch so gutes Wetter? Endlich. Ich habe ja im letzten Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, drüber gemeckert, dass es echt nur graues Wetter momentan ist und schon scheint die Sonne. Gott sei Dank, hoffentlich bleibt es so. Ja, und wie ihr das von meinen Anzuchtvideos ja schon kennt, nachkommentiert, dass bei uns im Keller einfach zu sehr hallt und die Videoqualität dort im Keller einfach nicht so gut wäre. Deswegen jetzt von hier. Hier seht ihr schon mal mein Saatgutregal, da kommen wir aber gleich mal zu. Erstmal zu meinem Paprika-Kira-Projekt, meine eigene Saatguttüte. Die könnt ihr ja seit dem Adventskalender-Video gratis von mir bekommen. Dafür schickt ihr mir ganz einfach einen frankierten Rückumschlag mit 85 Cent oder einem Euro drauf. Und ich packe euch das Saatgut da kostenlos rein und schicke euch das Ganze zurück. Die Aktion läuft jetzt noch bis Mitte Februar, habe ich gesagt, weil Ende Februar sollte die Paprika ja dann auch in die Erde. Das heißt, bis Mitte Februar würde ich euch auch noch zurücksenden. Ich sage aber auch Bescheid, wenn ich nicht mehr zurücksende. Hier seht ihr dann ein paar Sachen ohne Aufhänger. Salat zum Beispiel, Pflücksalat, eine Megapackung, die haben wir immer, weil die ist wirklich super. Und auch Blühwiesen. Hier haben wir jetzt schon mal alles chronologisch sortiert. Da hinten die Paprikas, hier vorne ein paar Spezialitäten, all das, was so im Januar und Februar dran ist. Hier die Chilis, die habe ich unter anderem auch vom Thomas Seidel, dem Tomatenflüsterer, bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, das sind Top-Sorten. Aber auch viel von Rheinsaat und Bingenheimer, da seht ihr die Lila Luzi. Und hier unten nochmal ein scharfes Chili-Sortiment von Dürsam. Erdnüsse sind natürlich auch richtig spannend und oben seht ihr schon die Erdbeeren. Das ist also das, was ja jetzt ziemlich am Anfang anliegt. Peperoni kommt ziemlich direkt nach den Chilis und bevor es dann Ende Februar mit den Paprikas weitergeht, sind die Peperoni quasi dran. Ihr seht die Sorten jetzt immer ein bisschen, könnt ihr sehen, was ich so genau für Saatgut habe. Und falls ihr genau wissen wollt, was das alles ist, schaut demnächst meine Aussaatvideos und schaut auch nochmal in den Livestream, wo ich letztens ja mein Saatgut bestellt habe. Bei Samen aus Knieke kennt ihr vielleicht im Online-Shop, da gibt es viele verschiedene Hersteller, da habe ich fast all mein Saatgut gekauft. Schaut meine Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu Samen aus Knieke. Dann könnt ihr dort auch mal vorbeischauen. Ihr habt jetzt gerade schon die Zwiebeln gesehen, Auberginen und jetzt auch Physalis, Schönbrunner Gold und Dulceria, die klassischen Sorten. Aber ich habe auch eine Top-Physalis dies Jahr dabei und hier die Tomatillo Purple. Dann geht's auch schon weiter mit den Paprikas und da sind viele Sorten, die ihr sicher auch kennt. In der Mitte oben die Paprika Panthos von Bingenheimer. Dann rechts die Cono Rosso von Bingenheimer, aber auch eine ganze Reihe von Rheinsaat, Yolo Wonder und Violetta, Harnik, Cube Orange, Somborchina und unten die Bendigo. Das sind auch so die Sorten, die man eigentlich kennt. Aber Habanero Orange und Deschayenne, die ja leicht Paprika Chilis, kennt ihr natürlich auch. Tomaten sind bei mir März, Ende März dran, weil die sind bei uns meist in 4 bis 5 Wochen quasi pflanzbereit. Und damit zum Beispiel die gestreifte Roma-Tomate, oben die Cherny Prince, die Indigo Pear Drops, die Indigo Rosé. Also wirklich auch Top-Sorten. Ich habe nicht viele dazu gekauft, weil, wie ihr gleich sehen könnt im nächsten Clip, habe ich auch sehr viel von Zuschauern und auch von anderen Garten-YouTubern bekommen. Da gehen die Sorten natürlich vor, denn da sind auch einige Spezialitäten dabei. Hier seht ihr zum Beispiel eine Fleischtomate, alte rumänische Sorte fürs Freiland, hat mir ein Zuschauer zugeschickt. Dann auch wieder viele von Thomas Seidel, also dem Tomatenflüsterer, und einige von den Zuschauern. Seht ihr alle, genau wenn ich die aussähe, Tomaten-Aussaat-Video im März, mal reinschauen, dann seht ihr genau meine Sorten, die ich aussähe. Aber die Indigo Blueberries hier unten, die hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an, da freue ich mich drauf. Gewächshaus Poppen hat mir jetzt endlich die Folie zugeschickt. Und deswegen können wir bald starten mit dem Folientunnel. Kleine Ankündigung, das Video kommt dann bald. Hier das Saatgutregal, das ist wirklich voll. Da haben wir verschiedene Asiasalate, Stangensellerie, Bärlauch, beziehungsweise ja auch noch die Artischocke,
Habe ich im letzten Jahr schon mal angebaut, ist leider nichts geworden. Das ist sowas, was bei uns jetzt noch nicht geklappt hat. Wir haben aber, wie ihr gleich sehen werdet, auch wieder richtig viele Spezialitäten dabei. Dann links neben dem Stangensellerie noch Porree und dann schauen wir auch mal schon in die nächste Reihe. Da sehen wir den Spinat Verdil von Bingenheimer, kennen sicherlich viele. Blumenkohl haben wir viele verschiedene Sachen. Gucken wir gleich nochmal, welche das genau sind. Zuckermais. Kürbis und Chikikuri, Zucchini, verschiedene Grüne, dann unten in der Mitte seht ihr auch noch die grün gestreiften Möhren, bunte Radieschen, Kohlrabi und auch Erbsen. Ja, eine Reihe darunter, Wassermelone, Zuckermelone, bin ich sehr gespannt drauf, aber auch die schönen Kopfsalate, da haben wir welche, die grün und rot sind. Ich mag das sehr, wenn die so eine Farbprägung haben und natürlich auch der bunte Mangold, Rainbow rechts. Beziehungsweise auch Bright Lights. Und dann unten die mexikanischen Minigurken. Darunter sehen wir dann noch Zwergpalme, Maracuja, Hirse, Rauchtabak und Soja. Viele spannende Sachen. Darunter nochmal italienisches Saatgut von der Wassermelone, Popcornmais und griechischer Bergtee. Also ihr seht, die Spezialitäten in dieses Jahr sind wieder auf jeden Fall da. Dann unten haben wir noch den Maya-Mix. Mais, Bohnen, Kürbis. So wie es die Indianer damals angebaut haben. Und dann in der letzten Reihe roter Grünkohl, Pepino, Kakteen und sehr viele Blühwiesen. So sieht das Saatgutregal dann im Gesamten aus. Und wir schauen uns jetzt zum Schluss, würde ich sagen, nochmal ein, zwei Spezialitäten an. Und zwar haben wir hier einmal den Blumenkohl. Unter dem weißen haben wir auch noch den lila Blumenkohl versteckt. Und wenn wir da nochmal schauen. Da sehen wir auch noch den Sprossenblumenkohl, neu bei Kiepenkill im Sortiment, bin ich auch mal gespannt drauf. Bei dem Kohlrabi das gleiche, nicht nur der lilane oben, sondern auch der klassische und natürlich die Riesensorte Superschmelz und unten Blaro, der lila Blumenkohl von Kiepenkill. Bin gespannt, Kohlrabi ist auch immer was, was gut funktioniert, im letzten Jahr bei uns nicht, aber ansonsten ja. Zuckererbsen stehen wir sehr drauf. Unten haben wir auch noch eine blauschalige. Bin ich sehr gespannt. Von Dürsam habe ich auch bei Samos Knieke bestellt. Und wenn wir jetzt nochmal so zum Schluss hier auf die mexikanischen Minigurken schauen, darunter sind noch die Schwammgurken, also die Luffergurken, wo ihr einen Schwamm draus ziehen könnt quasi. Ja, das sind doch einige Highlights. Das war's von mir mit dem Saatgut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, Anzuchtvideos schauen für die genauen Sorten oder einfach mal ins letzte Video Livestream Saatgut bestellen schauen. Dort findet ihr alles. Abonniert mich gerne für mehr Videos. Bis demnächst und ciao.